Passt schon. Cool. Kann man wahrscheinlich so lange machen. Schön, so kann man damit arbeiten. Was halt ist der aus? Ich habe hier keine Videoleuchten, brauche ich auch vielleicht nicht. Soll auch alles so ein bisschen improvisiert sein. Ist ja nur üben und kennenlernen. So, das sieht gut aus. Jetzt habe ich noch 20 Minuten auf meiner Uhr, dann kann ich anfangen. So. Also, ich habe hier einen Synthesizer. Da steht Loop Synthesizer. Das liegt im Wesentlichen an diesem Step Sequencer. Das ist das Ding hier. Da kann man auf den einzelnen, der läuft durch, 8 Schläge lang. Man kann auf den einzelnen Schlägen was eingeben. Ja, das ist schon gut. So, hier hat man Drehregler, hier Schiebelregler, hier ist ein Oszillator. Hier sind Filter, Generatoren und hier hat man einen Oszillator-Block. Das heißt, wahrscheinlich kann man mehrere Oszillatoren nehmen, das heißt, wackelt schon mal. Hier kann man transponieren um Oktaven, das ist auch gut. Da kannst du schon ziemlich viel mit machen. So, beim letzten Mal habe ich schon die Anleitung so ein bisschen vorgelesen. So, ich gucke da weiter rein. Bedienungsanleitung, allgemeine Anleitung G5. Also, ja, man sieht es schon ziemlich viel. So. Füße frei machen. Also, allgemeine Anleitung. In dieser Bedienungsanleitung sind Tastenknöpfe und andere Teile durch eine Kombination von Gruppennummern 1, 2 und Teilennamen bezeichnet. So. Und man hat hier links, das ist dieser Teil, dann hat man hier die Mitte, das ist rückwärts, das ist rechts. Das ist die Ablage und das hier ist unten links. So, jetzt wird links als erstes erklärt. Das ist dieser Teil. Die Gruppen 1 bis 5 dienen zur Vereinfachung von Einstellung eines Klanges während dessen Wiedergabe. 1. 1 ist das hier. Das ist Oszillatorblock, der einhüllende Wellengenerator, die Filter und der Step Sequencer. So.
Diese Tasten dienen zum Wählen der Funktion. Mit denen die Schieberegler, das ist das hier, das sind die Schieberegler. Und Tasten 2, das sind die Tasten 2, die belegt sind. Jetzt kommen wir zu 2, das hier war 1, 2. Diese Tasten dienen zum Bearbeiten von Solo-Synthesizer-Klangfarben und zum Ändern von Parts, die den Schieberegler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und der Master, der macht alle gleichzeitig, zugewiesen sind. Das ist G23. 3, 3, 3, das sind die Knöpfe K1 bis K4. Diese Knöpfe dienen zum Einstellen von Anstieg und Abstieg und anderen Klangparametern. So, die drehen sich auch, fasst sich auch alles schön an. Die Schieberegler fassen sich auch schön an. Und wer den alten Yamaha-Synthesizer kennt, wird hier relativ viel wiedererkennen. Wir sehen mittlerweile manchmal ein bisschen anders aus. Der hier ist viel günstiger. Und den alten Yamaha Synthesizer kenne ich von früher. Ich vermute, dass ich hiermit irgendwie zurechtkommen werde. Und beim Synthesizer heißt irgendwie zurechtkommen, dass man zurechtkommt. Ist immer. Für viele ist das Voodoo. So noch muss ich im Handbook Electrical Engineering nachgucken, was gemeint ist. So, da müsste es alles drinstehen. 3, das waren die Knöpfe K1 bis K4, K1, 2, 3, 4, dann 4, diese Knöpfe, das ist 1 bis 16, dienen zum Einstellen, diese Knöpfe dienen zum Ein- und Ausschalten der einzelnen Schritte oder Parts beim Schrittsequenzer, das ist der hier, der Step-Sequenzer, und da kann man den steuern. 1 ist rot, 5 ist rot, 9 ist rot, 13 ist rot. Das heißt, es liegt so ein viertaktiges Schema nahe. Und das Pattern läuft durch bis 8. Ich weiß nicht, ob man es so einstellen kann, dass es nur bis 6 durchläuft. Das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Oder bis 5. Kann man um 6 Achteltakt zählen, das ist das, was ich jetzt sage. Das ist das Kleine. Ich verrate schon wieder zu viel. So. Das wäre dann mit einer Duole. So. Ist aber anders. Wenn man das mit der Duole nicht weiß, tut man sich schwierig. So. 4, jetzt bin ich angekommen bei 5. Diese Schiebregler dienen zum Einstellen von Parametern. Sie werden auch beim Bearbeiten mit dem Step-Sequencer und Mixer verwendet. Das ist G34, G53 und G73. Was sind jetzt G23? G21 sind die Solo-Synthesizer-Klangfarben. Boah, das sieht schon ziemlich kompliziert aus. So, G34, G53, so. Klangsteuerung ist G34. G53. Ist der Step-Sequencer
ein G78. Muss hier wahrscheinlich relativ viel nachschlagen. Sonst kommt man nicht klar. Das sind andere praktische Funktionen, das ist der Mixer an der Stelle. So, wo ist der Mixer? Weiß ich gar nicht. Doch, das hier ist der Mixer. Geht das hier irgendwo? Ja, hier, das ist der Mixer. So, 13. Da muss man Hold drücken. Und da muss man 9 hier Part aussuchen. Ja, muss man schauen. Also ich muss dann schauen. So, und dann kommen wir zur Mitte. Für die Mitte habe ich auch noch 10 Minuten. Dann mache ich aber jetzt nicht mehr, weil ich langsam aufgeregt werde. Und ich habe dir dafür einen Lautsprecher besorgt. Den hole ich erst ab. Und ich hoffe, dass ich dann demnächst auch was ausprobieren kann, denn spätestens bei der Mitte ist auch der Power-Knopf dabei. Der steht hier unter 6.